Freunde, wir sollen nochmal gegen ihn antreten. Mal sehen, ob das was bringt oder nicht. Wir werden sehen. Das Rätsels Lösung haben wir ja jetzt schon. So, jetzt wartet er. Das heißt, jetzt können wir auch warten. Jetzt verteidigt er. Na komm, runter mit den Armen. So, jetzt dürfen wir wieder angreifen. Na komm schon. So, jetzt haben wir ihn. Komm. Komm schon runter mit den Armen. Komm schon, dich kriegen wir doch klein, mein Freund. Jetzt verteidigt er. Jetzt ist er neutral, jetzt können wir. Komm schon. Komm schon. Lippenneutral. Komm schon. Lippenneutral. Jawohl. Jetzt haben wir dich. Jawohl. Und da haben wir ihn geschafft, Freunde. So, willkommen zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Wir haben jetzt unser zweites Match gegen ihn. Winner as well. That's good. Let's have a drink. Unser zweites Match gegen ihn gewonnen und machen ihn jetzt natürlich noch etwas gefügiger, indem wir ihn abfüllen. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working. I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So as a result, I find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. So, dann würde ich sagen, spendieren wir ihm noch einen weiteren Trink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. And I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage is just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it.
You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. So, dann schieben wir ihnen jetzt mal den Tabakbeutel unter, jawohl. Here it is. Müssen wir jetzt kurz zur Tarnung aus Klo gehen? Nee. Gut, dann eben so. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe, if you like, aye. I'm done here. It's time to leave. So, Freunde, ja, also haben wir wieder etwas herausgefunden. Beziehungsweise haben wir wieder mehrere Sachen herausgefunden. Denn der schwarze Peter war ein Mörder. Irgendwann 1883 wohl haben sie auf ihrer Expedition ein Schiff gefunden, auf dem eigentlich nur noch ein Besatzungsmitglied war. Das haben sie an Bord geholt und ja. Nach längeren Unterhalten ist er tatsächlich an einer zweiten Nacht verschwunden und hier unser Mr. Harpunier hat wohl gesehen, wie diesen Mann die Beine zusammengebunden wurden und er über die Reling geworfen wurde. Also, und das Wichtigste oder das Interessanteste daran ist, dass dieser Mann nur einen Gegenstand bei sich trug und das war eine Blechdose, wahrscheinlich die Blechdose, die jetzt ja verschwunden ist. So, was haben wir denn hier? Tabakbeutel beweist Schuld. Nein, Tabakbeutel beweist nur Besuch. Richtig, so. Wir gehen nochmal hier hin, Notizbuch holen. Ja, also wenn wir das Ganze jetzt mal neutral beachten, haben wir keine Beweise dafür, dass Nelligan auf der Suche nach den Wertpapieren war. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, er hat die Notizsachen geholt. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für den schwarzen Peter zu töten. Jawohl, klar wäre es, aber John Nelligan ist ein Opfer der Umstände. Er entspricht weder vom Äußeren noch vom Psychologischen her dem Profil eines Mörders, das würde ich sagen. Aber anscheinend ist das falsch. Was passiert, wenn wir das machen? Jetzt habe ich irgendwie alles kaputt gemacht, kann das sein? Tendiere weiterhin dazu. Ja, man kann natürlich beiderlei sehen. Große Kraft könnte man auch brauchen. Was wiederum auf unseren Seemann hier, mit dem wir gerade Armwrestling gemacht haben, sprechen würde. Oh, Freunde, das ist wirklich nicht leicht. Notizbuch holen. So, ja, auf jeden Fall, was haben wir dann noch hier? Haben wir hier gleich noch einen Punkt, so. Was ist das? Harmloser Flirt oder verzweifelte Eifersucht? Was blinkt denn hier die ganze Zeit? Meine Güte. Ja, das, weiterhin richtig. Ist weiterhin ein Motiv. Und das gibt ihnen auch definitiv ein Motiv für den Tod.
Also im Grunde haben wir jetzt momentan drei, ja, Schuldige, kann man nicht sagen, drei Möglichkeiten. Der Hurtley, Nelligan, wobei ich den wieder ausschließe, wie gesagt, weil der einfach vom psychologischen und auch vom körperlichen nicht in das Profil eines Mörders spricht, jedenfalls nicht mit dieser Tötungsart, ganz ehrlich. Gibt also noch diesen Armwrestler hier, der ja definitiv vor Ort war, denn ihm gehörte ja der Beutel. Was passiert, wenn wir das machen? Möglich wär's. Aber das sieht wohl richtiger aus, okay. Freunde, Freunde, Freunde. So, was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt nochmal zu Nelligan und reden nochmal mit ihm, würde ich sagen. Das ergäbe für mich am meisten Sinn. Dann könnten wir ihn gegebenenfalls ausschließen oder eben seine Rolle in dieser ganzen Sache verfestigen. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dieser Sitzung so flink vorankomme. Dieser Fall, der ist aber ehrlich gesagt sehr, sehr interessant, hat mehrere Möglichkeiten. Muss ganz ehrlich sagen, das bis jetzt finde ich wirklich ist das beste Sherlock Holmes Spiel seit sehr langem. Und ich bin darauf gespannt, wie es weitergeht. Oh, wir hätten uns vielleicht entkleiden können. Egal. Was soll's. Sie werden uns schon erkennen. So. So. John. Please escort this suspect for interrogation. Mit John bin ich noch nicht fertig. Da möchte ich gerne noch mal mit ihm reden. Tell über den me, Einbruch. Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Schwuppdiwupp. Scharfes Messer, Wertpapierfetzen. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. So. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Na, ob das die Wahrheit war, das weiß ich nicht. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Haben wir jetzt seine Rolle in der ganzen Sache? Ja. I'm not saying another word. So. Anscheinend sagt uns das Spiel damit, dass wir damit alle nötigen Beweise haben. Aber es fehlt immer noch der Beweis. Wir finden aber einfach keine Beweise dafür oder keine Indizien dafür, dass dieser Seemann das gewesen sein könnte. Er hat weder ein Motiv, ein wirkliches, noch sonst was. Also würde ich wirklich sagen, es war Hurtley. Auch er kein trainierter Mann, aber bei ihm könnte das wiederum mit dem Glückswurf funktionieren. Was würde jetzt sein, wenn ich machen würde, Nelligan wäre der Täter? Was wären das für Umstände? Hurtleys Unschuld, Nelligans Motiv. Aber wie gesagt, ich bin eher von Nelligans Unschuld überzeugt. Und damit kann es momentan nur Hurtley sein. Und deswegen würde ich sagen, haben wir hier nochmal die Möglichkeit,
Hurtley ist der Täter. Peter Carey wurde von Liam Hurtley ermordet. Eifersucht und seine Liebe zu Careys Ehefrau sind das Motiv. Keine Gnade für Hurtley. Liam Hurtley hat Peter Carey ermordet. Für diese Verzweiflungstat muss er sich vor Gericht verantworten und kann keine Gnade erwarten. Hurtleys Verstand wurde von seiner Liebe für Judith Carey, Peters Frau, benebelt. Der Mord geschah aus Leidenschaft und unter emotionalen Stress. Danach wird er sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Oh, Freunde. Meine Miete. Was machen wir denn jetzt? Ich habe versucht, wirklich noch einen dritten Mann ins Spiel zu bringen, aber das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ihr beweist wirklich nur, kann ich das jetzt so machen? Nee. Also, wir haben dafür Beweise, dass er da war. Wobei ich auch gerne wissen würde, warum, aber, Was steht denn hier? Patrick Cairns. Patrick ist ein erfahrener Pionier, der im Moment keine Arbeit und kein Geld hat. Meistens kam man ihn in der Kneipe Seaway Trough in ein Etablissement, vornehmlich für Seemänner, die um Geld Armdrücken machen. So viele andere Matrosen ist auch Cairns ein starker Raucher, was man an seinen gelben Fingernägeln erkennen kann. Also wir fassen nochmal zusammen. Er hatte sowohl die Möglichkeit als auch das Können dazu. Allerdings fehlt mir hier ein Motiv. Er hatte ein Motiv, er hatte die Gelegenheit, ja, und wenn man von einem Glückswurf aufgeht, hatte er auch das. Auch er hatte natürlich ein Motiv und auch wahrscheinlich die Gelegenheit, obwohl ich nicht glaube, dass er dann zum Tatort nochmal zurückgekehrt wäre. Also spielt sich das zwischen den beiden ab. Ich kann aber allerdings nichts finden, was Patrick Higgins hier zum Mörder machen würde. Aber ich möchte ehrlich gesagt keinen Mann unschuldig ins Gefängnis bringen. Ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge nochmal an. Wenn nicht, dann nehme ich einfach nochmal kurz auf, wenn ich nichts mehr finden sollte. Und dann komme ich dann mit dem Schlussplädoyer. Bis bald. Ciao. So, Freunde, und willkommen zurück zu einem kleinen Nachtrag hier von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Ich habe mir das Ganze jetzt wirklich nochmal ganz genau überlegt. Ups, falsche Taste. Wir gehen hier nochmal in die Deduktions rein und gibt ja momentan eigentlich mehr oder weniger zwei wirkliche Motive. Einmal von Mr. Nelligan, eben wegen den Wertpapieren und eben wegen dem getöteten Vater, wobei ich glaube, dass er davon nichts weiß. Und deswegen glaube ich, Nelligan ist unschuldig. So, jetzt kommen wir zu Hurtley. Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, ich weiß nicht. Ich habe einfach kein Gefühl dabei. Ich glaube nämlich auch, Mr. Hurtley ist ebenfalls unschuldig. So. Denn das würde bedeuten, dass die verzweifelte Eifersucht keine verzweifelte Eifersucht war, sondern einfach nur ein harmloser Flirt. So. Jetzt machen wir noch was anderes. Und zwar Glückswurf. Das ist der Punkt, der mich wirklich am meisten beschäftigt hat und am meisten gestört hat. Ich glaube einfach nicht an Glück. Ich glaube, da ist einfach große Kraft vonnöten. So, und da wir jetzt noch nicht, immer noch nicht wissen, wer das sein könnte, gehen wir hier nochmal auf den Tabakbeutel und sagen, der Tabakbeutel beweist Schuld. Das ist die einzige logische Erklärung für den Tabakbeutel. So, Cairns ist der Täter und das ist nämlich auch mein Schlussplädoyer. Cairns ist der Mörder. Er hatte die Gelegenheit, er hatte das Motiv und er hatte die Möglichkeit. Frage jetzt natürlich ist es Gnade oder keine Gnade? Ich sage keine Gnade für
ihm. Und wir schauen mal, ob das richtig ist. Also gibt es jetzt nochmal eine Ladesequenz. Merkwürdig. Wie gesagt, das ist der Punkt, der mich letztendlich dazu zu entscheiden gebracht hat, dass ich da meine Meinung ändere. Ich glaube einfach nicht an einen Glückswurf. Klar, wir haben es geschafft, ne? Mit einem Glück. Wir haben es aber auch 10-mal versucht oder so mindestens. Und nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es war ein erfahrener Harpunier. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humor. No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard. That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Muss ich das jetzt wirklich verstehen, Freunde? Oh, did he escape? Yes, unfortunately. I thought you were good at boxing, Mr. Holmes. Apparently there's still room for improvement, eh? Ich hatte ja keine Anleitung. Oh, it's fine. Mr. Holmes, all this is your fault. You should have warned me. I would have come with reinforcements. If that had been the case, then Cairns wouldn't have come here. Well, maybe. I'm going now, Mr. Holmes. I'll put out a search. This scum won't get far. Ja, finde ich toll, dass sie uns gerade so ins kalte Wasser geworfen haben. Aber das würde ich sagen, ist richtig. Jawohl, Cairns ist der Täter. Und damit haben wir unseren kleinen Nachtrag getan. Damit ist dieser Fall beendet und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem nächsten Fall. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin, macht's gut, euer Nation Zero. Ciao.